Du kommst von einem langen, anstrengenden Schultag zurück, feuerst den Schulranzen in das nächste Eck, gehst in dein Zimmer und schaltest YouTube an. Und all deine Sorgen wie die Klausur am nächsten Tag scheinen vergessen. Ja, es waren schöne Zeiten. YouTube verwandelte sich in den frühen Jahren langsam aus einer One-Hit-Wonder-Plattform für lustige Videos zu einem Ort, an dem wir täglich pausenlos unsere Lieblings-YouTuber anschauen konnten. Ohne dass dazwischen Angela Anaconda oder so lief. Diese Zeit, die Experten um etwa 2012 bis 2014 einordnen, wird von den YouTube-Urgesteinen als die goldene Zeit YouTube Deutschlands beschrieben. Die Zeit davor bestand eigentlich nur aus einzelnen YouTube-Videos, in denen man einfach eine Kamera vor sich stellte und die wohl komischsten Dinge gemacht hat. Diese primitive Zeit brachte aber schon damals Schmuckstücke hervor. Ich bin mir sicher, jeder kennt das Angry German Kid oder den deutschen Parodieklassiker Lord of the Weed. Doch langsam betraten wir das nächste Zeitalter und der Beruf YouTuber wurde geboren. Moin! Aber was war jetzt eigentlich an dieser Zeit so besonders? Man könnte sagen, dass man als Zuschauer einfach im Paradies angekommen war. Täglich wurde man überschüttet mit Videos seiner Lieblings-YouTuber, ständig entstanden neue Formate, neue Projekte und für so gut wie jeden war irgendwas dabei. Es war einfach wie eine große Lootbox, in der man sich durch pures Durchklicken tagelang mit irgendwelchen geistesabwesenden Content überschütten lassen konnte. Alles hatte noch einen anderen Charme. Ich meine, schaut euch doch einfach mal die Memes zu dieser Zeit an. Diese Art von Memes, die wahrscheinlich heute nur noch in Ü40 Facebook-Gruppen existieren, waren damals gang und gäbe. Dadurch merkt man erstmal, wie die Zeit vergangen ist. Man nahm einfach irgendein Bild, klatschte die Impact-Schriftart drauf und voila, ein Klassiker. Außerdem wurde YouTube immer mehr zu einer willkommenen Abwechslung zum Alltagsfernsehen, wo alle 20 Minuten Werbung kommt, mit der Gefahr, dass danach irgendeine Kacke läuft. Auch wenn SpongeBob natürlich immer geht. Auf YouTube war das nicht so. Nicht irgendein Sender entscheidet, was das nächstes läuft? Nein, das machst du. Und falls dann doch mal irgendeine 20-sekündige Werbung kommt, zack, piss dich. Alles war noch neu und aufregend. Du wolltest Gaming? Dann schau Gronkh oder einer der anderen 1000 Minecraft-YouTuber. Vielleicht Beauty? Na, Team Bibi oder Team Dagi? Du wolltest wissen, wie du eine Rauchbombe ganz einfach in deinem Zimmer nachbauen kannst? Dann habe ich das perfekte Video für dich. Mehr hatte damals nicht mit seinen Freunden über die neuesten Minecraft-Projekte wie das Mega-Projekt geredet oder mit seinen Freunden darüber diskutiert, wer wohl die nächste Staffel Varo gewinnen wird. Und dann hat Gomme den Gomme... Reden diese kleinen Pisser eigentlich schon wieder über Minecraft? Oder hast du das King-Final von SpongeBob mehrere Male angehört, sich das komplette Chaos in den Chaos-List-Draws reingezogen, für seinen Lieblings-YouTuber in TubeClash gevotet und einfach mal die komplette Welt um sich herum für mehrere Stunden vergessen? Was aber wirklich zu dieser Zeit besonders war, waren die aufwendigen Videos und die krassen Events. 3.9.2014. Vier YouTuber wagten das Unmögliche. Longboard fahren. Das Ziel, einmal quer durch Deutschland. Die Longboard-Tour war wohl zu dieser Zeit neben der Weltmeisterschaft das Event in Deutschland. Ausgerüstet mit jeweils einem Longboard und einer Legia-Kamera begann sie ihre Reise auf Sylt. Nach 40 Tagen, rund 40 Kilometern pro Tag und ein paar Mal auf die Fresse fliegen, erreichten sie schlussendlich ihr Ziel. Die Longboard-Tour war aber mehr als nur irgendwelche YouTuber, die sich beim Longboardfahren filmen. Nein, sie löst auch in der echten Welt einen regelrechten Hype aus. Laufen ist uncool geworden und jedes Kind nervt es seine Eltern so lange, bis es dann auch so choral sein konnte wie die anderen Kinder. Woher ich das weiß? Erfahrung. Das war aber nicht das einzige große Event in Deutschland. Altschauerberg, Emskirchen. 400 Personen stürmen die Drachenschanze. Ah nee, das war was anderes. Stell dir einen Ort vor, an dem all deine Lieblings-YouTuber an einem Ort versammelt sind. Und jetzt, wach auf, den gab es nämlich. Ach ja, die Videodays, ein Fluch und Segen zugleich. Ein Ort, an dem sich Fans über 3 Tage hinweg mit ihren Idolen treffen konnten, um Bilder und Autogramme abzustauben. Einziger Schwachpunkt an dem Plan, du bist nicht der Einzige. Und durftest dich erstmal für ein paar Stündchen bei extremer Hitze in eine Warteschlange stellen. Nachdem du dann aber nach 2 Tagen Warteschlange endlich dein Autogramm von Tuddle bekommen hast, kam an Tag 3 das Highlight. Gefühlt jeder YouTuber, der einen Song rausbrachte, egal ob er singen konnte oder nicht, bekam einen Bühnenauftritt. Es liefen absolute Chart-Top 50 Worldwide-Modus-Mio-Banger wie Dönerbuden Ali, Ich bin blank oder für die Kuschelrock-Fans unter euch Standardheim. Und die Crowd ging ab. Am Ende gingen dann alle YouTuber gemeinsam, begleitet von dem YouTube-Deutschland-Song, auf die Bühne und standen einfach nur rum. Aber man muss schon sagen, dieser Moment hat doch irgendwie was Besonderes. All deine Helden versammelt auf einer Stelle, es gab kein Beef zwischen den YouTubern und die ganzen YouTuber wirkten eher wie eine große Familie anstatt Einzelpersonen. Ein wahrer YouTube-Deutschland-Traum. Oh Mann, es wird wohl nie wieder eine Zeit geben, in der ich einfach nur aus purem Spaß und nicht aus purer Langeweile auf YouTube gehen werde. Doch was ist eigentlich passiert? Tja, ab 2015 ging die Sache irgendwie den Bach runter und Negativbeispiele drängen sich mit aller Kraft in den Vordergrund. Lass mich dazu einfach mal ein paar Paradebeispiele geben. Wer könnte nicht den absoluten Prank-Klassiker, den Bombenprank, vergessen? In dem ApoRed einfach mal eine Tasche in eine Menge von Leuten geworfen hat, dich gefolgt mit den Worten: Lauf, wenn euch euer Leben lieb ist. Ich verstehe gar nicht, was daran nicht lustig ist.
Das war aber noch nicht alles. Mert Mantan kassierte Schellen wie Wellen von seinem Vater für den Gay-Prank. Katja Krasavitz steckt sich Würste in den Mund. Bibi brachte das Babyphone auf den Markt und machte damit iPhone-Konkurrenz. Die Trennung von Lion und Dagi. Hashtag Löwenkind. Artikel 13 war in vollem Munde und der Newstime rastete komplett aus. Und das Schlimmste von allen, Gronkh wurde Anfang 2017 von Bibis Beauty Palace als größter YouTuber Deutschlands überholt. Ein herber Schlag gegen die Gaming-Szene und ein siegreicher Tag für alle Bibi-Natoren. Dieser Tag ging als der offizielle Niedergang YouTube Deutschlands in die Geschichtsbücher ein. Heutzutage fehlt einfach irgendwie etwas. Alles hat man schon gesehen und die Magie ist irgendwie verloren gegangen. Aber hey, die meisten dieser angesprochenen alten Videos sind nicht verschwunden und man kann sie heutzutage immer noch anschauen. Was ihr aber noch anschauen könnt, sind meine anderen Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.